Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Wir bringen das Drama 2 Bundle von Blockmonster und Rako. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wir bringen das Drama 2 aus dem Jahr 2013. Das Ganze nicht als Box, sondern eben als Bundle erschienen. Der erste Teil war 2010. Und ungefähr 3 Jahre danach war es dann Zeit für den zweiten Teil. Gut, nachdem hier CD und Shirt noch eingeschweißt sind, Poster ist so blank, aber die beiden Sachen hier noch in Folie, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal das Album. Natürlich das Shirt. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier auf der linken Seite Block abgebildet, auf der rechten Seite Rako. In der Mitte lesen wir in roter bzw. weißer Schrift Blockmonster und Rako. Wir bringen das Drama 2. Dann haben wir oben Hirntod Records präsentiert. Und hier unten, es sieht auf den ersten Blick vielleicht wie eine Skyline aus, aber das sind hier keine Wolkenkratzer oder hohen Gebäude, sondern das sind Waffenläufe von Sturmgewehren, Pistolen, Maschinenpistolen etc. Das Ganze kommt in einem Standard-Schulcase und hier in den Balken lesen wir auch nochmals Hirntod Records präsentiert. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Blockmonster und Rako, wir bringen das Drama 2. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 21 Tracks und wir haben jede Menge Features. Also um nur ein paar zu nennen, wir haben Features von Uzi und Schwarz, Dr. Faustus, Jascha, Tony der Assi, B-Tight, Automatik, Tamasch, Pervers. Also wirklich jede Menge Features am Start. Da oben Maschendraht zu sehen und hier unten ja auch Maschendraht und sieht ein bisschen nach Blutoptik aus. Hier haben wir noch einen Barcode und natürlich die Credits unter der Tracklist. Gut, dann schauen wir mal hinein, wie man das so kennt von den meisten Hirntod Records Releases, ist das Booklet sehr schlicht gehalten vom Umfang. Wir haben hier einmal eine Fotografie von Block und Rako. Dann haben wir hier einmal die gesamte Tracklist aufgelistet. Dann hier nochmals die beiden Interpreten mit Schusswaffen im Anschlag. Und zum Abschluss noch hier so ein Disclaimer, ein Hinweis. Bei sämtlichen abgelichteten Waffen handelt es sich um ohne erforderlichen Altersnachweis frei erhältliche Modellwaffen und Requisiten. Und so weiter und so weiter. Gut, warum schreiben die das da rein? Weil die guten Herren schon unzählige Besuche hatten von der Staatsgewalt und es natürlich immer ein Risiko birgt, wenn man Videos dreht oder Fotos produziert, wo man mit Schusswaffen posiert und wenn man das ja nicht entsprechend hier aufklärt, dann kann es gut sein, dass das SEK bei einem einreitet. Blockmonster und Rako, wir bringen das Drama 2, lesen wir auch hier wieder. Und dann haben wir so einen Totenkopf, der aus vielen Schusswaffen gestaltet wurde. Auf der Rückseite das Logo von Hirntod Records, also die Sturmmaske. Dann haben wir ein Poster dabei und was mich besonders freut, auch wenn das Poster eher klein gehalten ist, wir haben hier das Poster original unterschrieben. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite mit goldenem Stift Block und auf der rechten Seite mit schwarzem Stift Rako. Also die Künstler jeweils auf ihren Seiten hier unterschrieben. Und hier lesen wir auch wieder Interpreten plus Albumtitel. So sieht das Ganze aus. Im Querformat einseitig bedruckt das Ganze. Und als dritten Bundle-Inhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar lesen wir hier Drama bzw. Drama Reigns Block Rako Hirntod Records und auch hier wieder eine sehr interessante Kombination. Also wir haben hier einmal
HT, also das Emblem oder eines der Logos von Hirntod Records im Hintergrund. Und das ist mehr oder weniger wie ein Kreuz, auf dem dieses Waffensymbol, dieser Totenkopf mit diesen Waffen, die ja auch zum Flügel geformt sind, dran gemacht ist. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es bei dem T-Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Valueweight in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Bezüglich der Größe, man konnte sich das Shirt, wenn man das Bundle bestellt hat, in beliebiger Größe aussuchen. Also ich glaube von S bis XXL war da alles dabei. Ich habe mich in dem Fall natürlich für M entschieden. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem rot-weiß-dunkelgrauen Aufdruck. Wir haben hier mittig im Brustbereich groß diesen Totenkopf mit den Flügeln, mit diesen Waffen rundherum. Dann dieses HT in Rot, Block und Rako darunter und Hirntod Records zum Abschluss. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Riesenfan von Waffen bzw. Totenköpfen auf T-Shirts. Allerdings das Ganze von der Farbkombination und so vom Design her richtig schön gemacht. Also gefällt mir echt gut und kann man in meinen Augen auf jeden Fall tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Wir haben einmal das T-Shirt in Größe M. Wie gesagt, Shirtgröße war frei wählbar. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Querformat mit den beiden Unterschriften. Und natürlich das Album an sich im Standard Toolcase inklusive 21 Tracks. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Wir bringen das Drama 2 von Blockmonster und Rako. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rako und Blockmonster unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.